So, Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute wieder ein neues Video mit einer neuen Modifikation, und zwar der Iserlohn meets Biberfelde Modifikation, die jetzt am 24.12., glaube ich, veröffentlicht worden ist, im Adventskalender, dementsprechend Hintertürchen Nummer 24. Deswegen hier übrigens nochmal ein großes Dankeschön an die Entwickler der Iserlohn Modifikation, die uns damit ein schönes Weihnachtsgeschenk gemacht haben. Und ja, das Ganze werden wir heute mal ein bisschen anspielen. Ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass die Modifikation sich aktuell noch in der Beta-Phase befindet. Heißt also hier, dass die ein oder andere Baustelle eventuell noch zu sehen sein wird und der ein oder andere Fehler. Aber wir lassen uns mal überraschen. Schauen mal, wie das Ganze läuft. Leute, es wird heute hier keine normale Mod-Vorstellung, wie ihr sie normal von mir kennt. Wir werden das Ganze heute mal ganz normal angehen, ganz normales Let's Play. Denn die Fahrzeuge sind wohl auch dem Original angelehnt aus Iserlohn, und ich denke mal, dann sollte da jemand eine Mod-Vorstellung zu machen, der auch aus der Gegend kommt, beziehungsweise der sich da ein bisschen mehr auskennt. Bringt jetzt nichts, wenn ich da eine Mod-Vorstellung mache und selber davon keine Ahnung habe. Ich glaube, der Max Moritz hatte da mal eine detaillierte Mod-Vorstellung gemacht. Werde ich euch hier oben mal kurz einblenden. Und nee. Ansonsten würde ich sagen, wir starten heute mal eine ganz entspannte Runde. Bis jetzt noch kein Einsatz. In der Zeit können wir uns hier nochmal die paar Einsatzfahrzeuge angucken. Die paar sind auf jeden Fall hier einige Fahrzeuge auf einem Haufen. Also wir haben hier einen riesigen Hinterhof mit Einsatzfahrzeugen, genauso wie hier in der Halle. Ich denke mal, das sind hier so die wichtigsten Einsatzfahrzeuge hier in der Modifikation. Haben wir hier auf jeden Fall mal ein ELW. Das müsste ein Harlef sein, eine DLK. Ein RW, ein TLIF und drei Wechselladerfahrzeuge. Also auf jeden Fall ordentlich. Das sind hier, glaube ich, so Art Bauhoffahrzeuge, ne? 16. Also unten rechts wird Bauhof angezeigt, aber hier steht MZF, Mehrzweckfahrzeug, wahrscheinlich. 26. Ja, haben wir zwei Stück an der Zahl, können wir sogar alarmieren. Hier haben wir noch einen Abrollbehälter Atemschutz. Die zwei Fahrzeuge bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Die drei WLFs sind jeweils mit AB-Sonderlöschmittel aufgesattelt. Dann haben wir hier den AB-Retz und dann einmal AB-Gefahrgut. Kommen wir zum Rettungsdienst. Hier haben wir, glaube ich, einen NDF und drei RTWs, wobei einer nur ein Leih-RTW ist, glaube ich. Oder bin ich mir aber auch nicht sicher. Wir haben hier ein KDOW, zwei KDWs. Und ansonsten, das sind hier alles nur Deko-Fahrzeuge. Hier haben wir noch eine Bauhofpritsche, finde ich ganz geil. Ja, finde ich, wie gesagt, ganz cool hier. Unten rechts wird noch die Bauhofpritsche angezeigt. Das sind halt so Sachen, die sollen wohl noch im Laufe der Entwicklung dann ausgetauscht werden. Hier haben wir noch einen Einsatzleitung-Container, sag ich ganz gerne. Fahrzeug 36. Abrollbehälter-Einsatzleitung. Hier haben wir noch ein paar RTWs, die wohl in der Werkstatt stehen oder so. Keine Ahnung, jedenfalls sind die nicht benutzbar. Genauso wie die beiden MTF. Genau. Hier haben wir noch den Abrollbehälter Fahrzeug Bindemittel. 18. Jetzt ist halt die Frage, ob diese Mulde auch für Bindemittel weiterhin ist, weil unten rechts wird Bindemittel angezeigt, der Container, aber hier haben wir jetzt halt so eine Mulde. Und ja, ich weiß nicht warum, aber. Hören. Fahrzeug 37. Jetzt haben wir auch noch ein VU-Ei. Oh ne, eingeklemmte Person bis 2 Iserlohn Mitte. Oha, ja. Das ist verstanden, wir fahren mal ein paar Einsatzfahrzeuge raus. Fahrzeug Ah, 4. wobei, wir haben ja hier die von der FF. Das müsste ja hier eine FF sein, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Fahrzeug 11. Fahrzeug 16. Fahrzeug 6. Fahrzeug 11. Dann fahren wir die mal gleich raus hier. Ja, der einzige Nachteil, den ich so hier sehe, ist, wir haben ja hier auf der Ecke irgendwie komplett alle Fahrzeuge irgendwie auf einen Haufen. Und das relativ in der Ecke der Karte. Und ich persönlich finde halt, dass die dann halt auch eine gewisse Anfahrtszeit brauchen, wenn die jetzt zum Beispiel bis nach da oben zum Bahnhof müssen. Und da geht natürlich dann auch einiges an Zeit verloren während der Anfahrt. Polizei haben wir hier, kümmern wir uns auch gleich nochmal drum, kann ich euch gleich auch nochmal ein bisschen zeigen. Wie gesagt, ist jetzt hier keine normale Mod-Vorstellung. Schicken wir auch noch zwei Streifenwagen raus. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier
unter Kontrolle kriegen. Wir starten mit dem VU, mal gucken, wie sich das hier noch entwickeln wird. Es gibt halt noch teilweise Sachen, die sind hier noch total leer. Wie gesagt, ich denke mal, das wird noch bearbeitet werden. Fahrzeug 10 unterwegs. Fahrzeug 11, bin unterwegs. Was gibt's? Dann holen wir hier schon mal Schere Spreizer. Wir könnten ja theoretisch auch noch mal ein RTW von außerhalb alarmieren, sowie ein NE von außerhalb. Was gibt's? Alles klar. Ja, das ist hier zum Beispiel noch irgendwie ein Bug, ne? Also das Gerätefach geht hier irgendwie auch nicht auf, obwohl halt Schere Spreizer ausgezogen ist. So, der Verkehr wird hier erstmal umgeleitet. Verkehrsmaßnahmen werden eingeleitet. Der Streifenwagen hat übrigens auch 3 Leute auf dem Auto. Warum behandle ich die Person nicht? Eieieiei. Was geht auf dem Weg? Auf dem Weg? Höre. Bin unterwegs. Können ja hier auch vorsichtshalber mal den Brandschutz sicherstellen. Wir holen nochmal auch mal einen Feuerlöscher raus. Wird gemacht. Okay, der hat auch keinen Feuerlöscher auf dem Auto. Ja, schon unterwegs. Ist in Arbeit. Höre, schon unterwegs. Fahrzeug 6. So, EW ist natürlich auch an der Einsatzstelle, das ist nicht so verkehrt. Jetzt warten wir noch auf die Rettungswagen bzw. aufs NEF, die sollten ja auch gleich eintreffen. Bin unterwegs. Ja, auf dem Weg. Ja, starten wir direkt hier mal mit dem VU in die Partie. Auch nicht schlecht. Die erste Person sollte soweit stabil sein. Mitgemacht. Ja gut, die Leute sind jetzt hier nicht so krass verletzt. Also ich habe da mit Schlimmeren gerechnet. Höre, auf dem Weg. Fahrzeug 6. Höre, schon unterwegs. Alles klar. Gut, dann holen wir hier schon mal eine Trage, dann können die Patienten hier schon mal weg. Wir werden schon mal ein Abschleppfahrzeug an die Einsatzstelle. Okay, wir brauchen sowieso 2. Abschleppfahrzeug kann ich mit dem Beamten nicht holen. Bin unterwegs. Ja? Doch, geht doch. War nur kein Symbol. Wird ausgeführt. Höre. An sich ja wirklich eine coole Modifikation, sage ich euch ganz ehrlich. Also, aber es sind halt hier noch ein paar Stellen, die total kahl sind. Ich denke mal, wie gesagt, dass das ein oder andere noch gemacht wird. Aktuell noch in der Beta-Phase. Lass uns einfach mal überraschen. Es ist halt natürlich auch ein bisschen ärgerlich, dass halt ein paar Rettungswachen weggekommen sind. Zum Beispiel jetzt hier haben wir ja die Rettungswache, können wir uns ja mal eben angucken, die ehemalige. Und die ist halt komplett weggefallen, dafür haben wir jetzt hier einen Bauzaun, ein paar Barken stehen. Aber ob da jetzt was Neues hinkommt oder generell eine neue Wache, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Weil gerade hier in dem Einsatzgebiet, ne, sind die halt auch relativ schnell dann immer an der Einsatzstelle, als wie wenn ich jetzt hier von der Wache alarmiere. Das benötigt halt dann auch dementsprechend eine gewisse Anfahrtszeit. Wobei das natürlich dann auch wieder was ausmacht, ne? Das macht das Ganze dann auch wesentlich spannender.
Also es ist halt irgendwie ein Vor- und Nachteil. Achtet mal ein bisschen hier auf die Details, Freunde. Zum Beispiel hier, der Kollege vom Notarzt hat einen Mund-Nasen-Schutz auf. So, außer auf einer Betriebswaffe haben wir soweit nicht. Dann können wir hier soweit wieder einrücken mit den Jungs. Ja, ich denke mal, dass die Kollegen hier von der Feuerwehr, das auf jeden Fall eine freiwillige Feuerwehr ist, weil die brauchen halt eine Weile, bis die ausrücken. Fahrzeug 16. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass das hier eine Berufsfeuerwehr ist. Ganz geil ist übrigens, dass du auch hier mit Pylonen und mit Euroblitzern arbeiten kannst. Die Euroblitzer sind eine coole Sache. 24. Die sehen optisch auch sehr schick aus. 24. Gut, fahren wir doch lieber Route 1. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden. So, damit haben wir unseren ersten Einsatz in der Iserlohn-Modifikation erfolgreich abschließen können. Hier haben wir 21. übrigens noch einen Evakuierungsbus. Genau, wie gesagt, wir können nochmal zur Pol, die wir hier haben, auch mit einigen Einsatzfahrzeugen, mit verschiedenen Einsatzfahrzeugen. Einmal hier VW Passat-Modelle, BMW-Modelle, Ford S-Max. Oh jo, Randale. Schicken wir gleich mal ein paar Kollegen raus. 24. Auf dem Weg. Fährt erstmal eiskalt falsch in die Autobahn rein. Wir könnten ja schon mal ein paar Rettungswagen hier hinfahren. Können wir ja mal eben machen. Wie verletzte Person? Aktuell 2 verletzte Personen. Jetzt wird die dritte angegriffen. Ich hoffe, dass der Streifenwagen schnell genug eintrifft, damit wir das unterbinden können. Müsste der blaue gewesen sein. Wieder ein Rettungsdiensteinsatz. So, Person hat sich jetzt endlich mal ergeben. Rettungsdienst auf Anfahrt. Warte mal, können wir den noch holen hier? Schon unterwegs. Dann können wir nämlich mit dem RTW hier direkt zum Folgeeinsatz fahren. Aber hier wird auch ein NEF benötigt. Dann fahren wir einmal mit dem NEF der Wache hier raus und fahren den mal hier zur Einsatzstelle. Schon unter 24. So. Was gibt, ist in Arbeit. Haben wir einen Patienten und den LKW-Fahrer. Derzeit gehen wir nochmal zu dem Einsatz. Ja? Hier müssen wir sowieso noch aufs NEF warten, aber vorher können wir ja mal in der ersten Lage erkunden. Jo, ist wohl vom Regal gefallen, der Kollege. Wird gemacht. Was gibt's? Bin unterwegs. Was, ja? Randalierer wurde erfolgreich festgenommen. Wir schauen mal, wie die Patienten soweit sind. Ja, bin unterwegs.
Was gibt's? Wird ausgeführt. Höre. Sehr gut. Dann gehen wir hier einmal Status 1, hier mal Status 1. Der Funkstreifenwagen geht Status 2 und bringt den Täter erstmal in Gewahrsam. Und damit hätten wir den Einsatz auch erfolgreich abgeschlossen. Ja, beispielsweise hier, wo wir hier gerade in der Ecke sind, haben wir ja die ehemalige FF3. Und ja, in der Standardversion noch mit 4 Einsatzfahrzeugen sind es jetzt hier in Iserlohn nur noch 3 Einsatzfahrzeuge in der Wache. Genauso wie hier mit der FF4 der ehemaligen haben wir 3 Einsatzfahrzeuge. Also einen dazu bekommen, nämlich ein ELW, glaube ich. Fahrzeug 42. Und 2 LF oder ein HLF Fahrzeug und ein 40. LF, genau. Ja, es ist natürlich, du musst halt auch meiner Meinung nach viel von außerhalb alarmieren, weil ich glaube, dass die von außerhalb dann schneller an der Einsatzstelle sind, als wenn ich jetzt hier von der Wache alarmiere. Was geht? Bin unterwegs. Wird umgehend durchgeführt. Weil halt diese große Wache hier relativ in der Ecke ist. Also die müssen echt lange fahren, wenn die jetzt oben auf die Karte wollen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, also ich find's trotzdem ganz geil. Guckt euch das mal an hier, Alter, was das für ein Hinterhof ist, generell, was das für eine Wache ist. Ist schon ganz cool. Ja, bin unterwegs. Gut, damit hätten wir den nächsten Einsatz abgeschlossen. Also einmal VU, eingeklemmte Person, dann einmal Randalierer und noch ein Rettungsdiensteinsatz, den wir jetzt gerade ins Krankenhaus geschickt haben. Funkstreifenwagen fahren soweit auf Streife. Der Täter wurde in Gewahrsam genommen. Hier haben wir noch ein T4 und ein Mercedes-Benz Vito. Also für Abwechslung im Streifendienst ist auf jeden Fall gesorgt. Soll hier wohl ein Leih-RTW sein? Sieht man ja auch. Ist halt noch nicht so beschriftet wie die aus Iserlohn. So, dann können wir ja mal ein bisschen vorspulen und warten dann auf den nächsten Einsatz. Aber richtig schöner Fuhrpark, ne? Kannst du nichts gegen sagen. Schon eine coole Sache. Auf jeden Fall. Auch hier übrigens beim TLF ist das Heckwarnsystem richtig geil. Du hast hier so ein richtig schönes Heckwarnsystem, was wir eigentlich von dem LRF kennen aus der Standardversion. Hat jetzt hier beispielsweise das TLF. Schon eine coole Sache. Können wir ja mal rausfahren. Schöner Alarmgong. So, jetzt haben wir einen Rettungsdiensteinsatz mal wieder reinbekommen. Und ihr seht es, wir können ja mal Warnblinker anmachen. Ich glaube, da geht, ne? Also es sieht schon geil aus, ne? Kannst du nichts gegen sagen. Ist jetzt schon hier mein Highlight hier in der Modifikation. Fahrzeug 48 hört. So, jetzt haben wir aber wieder einen RTW-Einsatz reinbekommen. Wir haben hier noch einen NEF. Dann hat der erstmal einen NEF am Start. Schon unterwegs. Der Rettungswagen kommt gerade raus. Leih-RTW und normal. Dann schicken wir erstmal den normalen mit dazu. Bin unterwegs. Ganze bei Atago Bank. Ja, ist in Arbeit. Schon unterwegs. Ja. Aber ich denke mal, wenn der RTW da ist, dann sollte man die Person soweit auch stabilisiert haben, dass wir sie dann nur noch ins Krankenhaus bringen müssen. Jo, da brennt's. TLF haben wir ja da, ne? Fahrzeug 48 hört. Schon unterwegs. Junge, die Bude brennt aber ziemlich stark, ne? Fahrzeug
Fahrzeug 48 hört. Sofort. Höre. Auf dem Weg. Okay, jedenfalls schon mal kein Sound vom Monitor. Fahrzeug 45 hört. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob da noch Personen im Gebäude sind. Wahrscheinlich schon, ne? Kannst du das betreten? Ja. Ne, kannst du nicht betreten. Dann haben wir da nochmal Glück gehabt. Fahrzeug 1. Schon unterwegs. Fahrzeug 45. Fahrzeug 4. Bin unterwegs. Jo, 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 da hab ich Bock drauf. Einmal PA ausrüsten, dann nehmen wir einmal ein paar Tragekörbe. Wird die Drehleiter gerne mal benutzen, wenn es geht. Wird gemacht. Was gibt's? Bin unterwegs. Bin unterwegs. Ich denke mal, es ist das gleiche Prinzip wie in der normalen Biberfelde mit dem mit der Wasserversorgung. Höre. Aber warum habe ich keinen Sound? Ja. Verstanden. Das verstehe ich nicht. Fahrzeug 45 hört. Ich habe einfach keinen Sound beim Löschen. Ja, wird ausgeführt. Kein Problem. Schon unterwegs. Ich weiß nicht, ob das mit normalen Strahlrohr irgendwie Sound gibt. Das teste ich jetzt auch nochmal kurz. Wird ausgeführt. Aber nochmal, um sicher zu gehen. Auf dem Weg. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur an mir liegt oder ob ich es irgendwie falsch installiert habe oder so. Nee, da haben wir auf jeden Fall Sound. Das ist ja schon mal sehr geil. So, da wir ja hier keinen Notarzt benötigen bei diesem Einsatz, werden wir mit dem NEF direkt zum nächsten Folgeeinsatz fahren. Denn der Einsatz, den wir gerade reinbekommen haben, war, glaube ich, Notarzt. Auf dem Weg. Wobei, Notarzt, hallo? Was gibt's? Bin unterwegs. Bin unterwegs. Was gibt's? Einmal wieder ins Auto. Dich brauchen wir da nicht, hoffe ich zumindest. Genau so sieht's aus. Dann fahren wir mal schnell hier hin. Müssen wir einmal durchlassen, sonst wird das nichts. Aber die Fahrzeuge sehen halt auch extrem geil aus von der Grafik her, ne? Also ich, ohne Witz, Freunde, also grafisch sehen die Fahrzeuge schon echt geil aus. Kannst du echt nichts gegen sagen. Richtig schöne Modelle. Jetzt nicht, ich meine das jetzt generell, jetzt nicht nur auf Iserlohn bezogen. Okay. Oh jo, der steht erstmal auf unseren Verteiler. Alles klar. Ist in Arbeit. Wieder ein Gebäudebrand. Sehr, sehr geil. Denke mal, das Gebäude konnte betreten werden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Fahrzeug 1 wird umgehend durchgeführt. Nee, aber ansonsten würde ich sagen, können wir ja für heute erstmal Schluss machen. Ich denke mal, wir haben heute einiges geschafft. Ein paar Feuerchen, ein VU, ein paar Rettungsdiensteinsätze. Pol hatten wir auch. Und ich denke mal, die Videolänge sollte in dem Sinne auch erstmal reichen. Ich hoffe, dass wir den Leih-RTW gleich wieder benutzen könnten. Ja, los geht's. Ja, das geht noch. Fahrzeug 45 hört. Höre. Bestätige. Wird gemacht. Höre. Wird ausgeführt. Schon unterwegs. Dann bauen wir hier erstmal alles wieder zurück. Tanklöschfahrzeug auch noch an der Einsatzstelle. 1. Die DLK kann erstmal wieder einrücken. Fahrzeug 4. Genauso wie das HLF. Also das TLF ist schon... Leute, das ist mein Fahrzeug hier in der Modifikation. Kannst du nichts gegen sagen. Ich find's total geil. Was gibt's? Ist in Arbeit. Dann bauen wir erstmal wieder ein. Schick, einfach nur schick.
Freunde, ich würde sagen, in dem Sinne würde ich vorschlagen, dass Fahrzeug wir das für heute belassen hier. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Download dazu natürlich wieder in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr gerne eure Meinung auch in die Kommentare schreiben zu der Modifikation. Würde mich mal sehr interessieren, was ihr davon haltet. KTW-Einsatz haben wir auch noch reinbekommen. KTW habe ich jetzt alarmiert. Oder auch nicht. Tanklöschfahrzeug HLF wieder drin. KTW fährt zum KTW-Einsatz. Schon unterwegs. Ja, ihr merkt, ich komme hier wieder überhaupt nicht zum Abschluss. Warte mal, wo war denn der Patient? Hier. Auf dem Weg. Freunde, ich würde sagen, in dem Sinne sollte das für heute gewesen sein. Wirklich jetzt. Habt ihr den KTW jetzt da hingeschickt oder nicht? Was gibt's? Ist in Arbeit. Auf dem Weg. Die haben übrigens hier irgendwie FFP2-Masken auf, ne? Kann das sein? Finde ich ganz cool. Fand ich bei Lukas in der Version auch schon ganz cool. So, Freunde, jetzt bin ich aber erstmal raus. KTW haben wir jetzt auch nochmal gesehen. Ich denke mal, ich werde noch das ein oder andere Video hier von der Modifikation machen. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Folgt mir gerne auf Instagram. Link dazu auch in der Videobeschreibung. Download-Link auch in der Videobeschreibung. Macht's gut, ich bin raus. Haut rein. Euer Kev.